Aus Rom ist uns jetzt unser Korrespondent Andreas Herz zugeschaltet. Hallo nach Rom. Hallo. Griechenland gehört mit zu Ihrem Berichterstattungsgebiet. Was können Sie uns denn über die aktuelle Lage in den Waldbrandgebieten dort sagen? Also im Westen Athens, in Lakonia, das ist auf der Peloponnes, und auf der Insel Rhodos, da sind die Brände zuletzt wieder entfacht, wieder aufgeflammt. Die Feuerwehr ist dann gleich massiv dagegen vorgegangen, auch mit Löschflugzeugen. Und so wie es jetzt aussieht, Stand jetzt, konnten diese Brände zumindest mal wieder eingedämmt werden. Also auch wenn sie noch nicht unter Kontrolle sind, so sind sie zumindest wieder eingedämmt. Und wenn wir ein bisschen nach vorne schauen auf die nächsten Tage, dann wird der Sonntag und der Montag noch mal eine kritische Phase werden. Denn dann soll der Wind wieder zunehmen, und das ist natürlich gefährlich, wenn dann wieder Glutnester entfacht werden und vielleicht die Funken in Gebiete getragen werden, wo es noch nicht gebrannt wird, und dann könnte es in Griechenland auch wieder kritisch werden. Ja, und der Wind ist das eine, die Temperaturen dort sollen ja auch wieder steigen. Bei Ihnen in Rom wurde Anfang der Woche mit knapp 42 Grad auch ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Im Süden des Landes, im Süden Italiens war es sogar noch mehr. Wie ist es denn im Moment? Das ist richtig. Also Stand jetzt würde ich sagen, dass der absolute Höhepunkt der Hitzewelle, dass der über Italien hinweggezogen ist, wobei das natürlich relativ ist. Also in Palermo werden heute auch wieder bis zu 38 Grad erwartet, hier in Rom bis zu 36 Grad. Aber ich würde mal sagen, der absolute Peak, der ist vorerst mal geschafft. Was man aber auch erwähnen muss, sind zum Beispiel die heftigen Unwetter, die es zuletzt im Norden des Landes gegeben hat. Da ist die Abkühlung, glaube ich, ganz anders ausgefallen, als sich viele erwünscht hätten. Also es gab wirklich tennisballgroße Hagelkörner, die da vom Himmel kamen. Hausdächer wurden beschädigt, Autos wurden beschädigt und rund 110 Menschen wurden bei diesen heftigen Unwettern verletzt, besonders in der Region Venetien, also rund um Venedig. Hitze im Sommer sind ja gerade die Menschen in Ihrer Stadt, die Römer, eigentlich gewohnt, aber eben auch nicht die Temperaturen um die 40 Grad, auch wenn es im Moment, Sie sagten es gerade, ein bisschen drunter liegt. Wie gehen die Menschen, die Hauptstädter denn mit dieser Hitze um? Also ich würde sagen, ja, die Italienerinnen und Italiener sind punktuell schon solche Temperaturen gewohnt, das ist richtig. Die Italiener aber, würde ich sagen, sie nehmen es vielleicht einfach ein bisschen gelassener. Sie sagen einfach, ja, es ist heiß, wir müssen da irgendwie durchkommen. Hinter mir, vielleicht hat man es mal gehört, ist auch Baulärm zu hören. Also es wird auch weiter gearbeitet. Ein Team hat uns dann gestern erzählt, ja, wir passen einfach aufeinander auf. Wir schauen, dass wir füreinander da sind, dass jeder auch seine Pausen machen kann. Wo man aber, glaube ich, vorsichtig sein sollte, ist, dass man sagt, ja, die Menschen hier sind quasi gesundheitlich besser auf diese Situation eingestellt. Dazu möchte ich nur erwähnen, Italien hat eine der ältesten Bevölkerungen in ganz Europa, und das Alter, die alten Menschen, das sind ja die, die besonders gefährdet sind von dieser Hitze. Rund 18.000 Hitzetote gab es ja allein letztes Jahr, das ist der Spitzenwert in Europa. Sie sprechen die gesundheitliche Situation an, die alten Menschen. Die Situation oder die starke Hitze jetzt bei Ihnen, die hat ja auch viele Krankenhäuser gefordert, weil viele Menschen auf einmal Hilfe brauchten. Wie sieht es da im Moment aus? Also es gilt ja in vielen Städten die höchste Hitzewarnstufe, unter anderem hier in Rom. Und das heißt dann auch für die Krankenhäuser, da wird der Betrieb quasi hochgefahren. Also es werden mehr Notfallbetten vorgehalten, das Personal wird aufgestockt. Was man hier in Rom aber versucht, ist, dass die Menschen gar nicht erst in die Klinik müssen. Konkret ist es so, dass der Gesundheitsdienst hier in den Straßen unterwegs ist. Es gibt Hausbesuche. Das sind dann Ärzteteams, die auch wirklich in die Wohnungen zu alten Menschen gerade gehen. Da wird zum Beispiel Blutdruck gemessen. Da wird angeschaut, gibt es Vorerkrankungen? Wie geht es den Menschen einfach überhaupt? Da werden auch zum Beispiel mal Tabletten angeschaut, die die Menschen nehmen. Die können ja bei großer Hitze auch problematisch sein. Das ist so ein Punkt. Und ein anderer ist, dass es auch freiwillige Helfer gibt, die dann etwa Hausbesuche machen, um Einkäufe für alte Menschen zu erledigen, dass die erst gar nicht raus in die Hitze müssen. Und ja, die besuchen dann auch die Menschen eben zu Hause, gucken, wie es denen geht, gerade eben auch denen, die alleine leben. Und so wird eben versucht, dass die Menschen gar nicht erst in den Kliniken aufschlagen. Also eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Wie soll es jetzt weitergehen in den nächsten Tagen? Über Griechenland haben wir gesprochen, da wird wieder sehr viel Hitze erwartet. Wie sieht es bei Ihnen in Italien aus?
Es ist natürlich gewisserweise eine Glaskugel. Also wie ich eben erwähnt habe, also die Hitzewelle hier in Italien ist so ein bisschen am Abflachen, aber auf einem sehr hohen Sockel natürlich. Und Griechenland, ja, da werden extreme Temperaturen jetzt auch an diesem Wochenende wieder erwartet, also deutlich über 40 Grad, wo man aufpassen muss. Die Hitze allein ist ja gerade, wir haben viel über die Waldbrände auch gesprochen im Beitrag davor, die Hitze allein ist jetzt da nicht das Problem. Die Dürre ist natürlich das Entscheidende. Und wenn dann der Wind dazu kommt, das ist die wirklich gefährliche Situation, die sich gerade in Griechenland stellt. Ganz vielen Dank für all diese Informationen, Andreas Herz in Rom. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Schatten heute.